Und herzlich willkommen bei Aufgeträumt. Schön, dass du wieder mit eingeschaltet hast. Heute wollen wir gemeinsam putzen und wir starten im Wohnzimmer. Die Pflanzen habe ich heute früh schon geduscht, die holen wir auch gleich wieder zurück. Aber jetzt wird erstmal das Sideboard und der Fernseher geputzt. Let's go! Heute ist Turboputz angesagt. Ich habe nämlich keine Lust auf so viel zu putzen. Ich würde dann gerne aufs Sofa ein bisschen Netflix. Blumen sind wieder da. Hier sind wir fertig. Weiter geht's mit dem Esstisch. Falls du dich fragst, was mit der Qualität heute los ist, ich habe schlauerweise meine Kamera umgeschmissen, beziehungsweise meinen Staubsaugerroboter. Ja, das ist jetzt gerade eine Handyaufnahme. Ich hoffe, meine Kamera lässt sich reparieren. Ihr werdet es in den nächsten Videos sehen, ob es funktioniert hat oder eher nicht. Weiter geht's in der Küche, die habe ich diese Woche schon mal geputzt. Das bedeutet eigentlich, dass ich es nur noch mal ordentlich mache, die Front nach Bedarf abwische, je nachdem. Genau, also hier ist heute Speedy-Putz, weil ich Montag, nachdem ich ewig die Sojasauce in der Küche verteilt habe, schon mal alles geputzt habe. Heute ist übrigens Mittwoch, also nur, dass du es zeitlich einordnen kannst. Wie vorhin schon erwähnt, habe ich ja diese Woche echt einen ganz schönen Brüller geleistet. Ich habe meine Kamera gekillt, dann habe ich hier komplett die Sojasauce in der ganzen Küche verteilt. Also aktuell ist meine Tollpatschigkeit ungefähr Level 100. Mein mentaler Zustand ist ungefähr derselbe. Mal schauen, was da draus wird, Freunde. Mal gucken, wie es hier so weitergeht. Ich möchte auf jeden Fall einige Dinge so in meinem Leben und auch hier auf dem Kanal verändern. Und falls du Ideen dazu hast, schreib super gerne in die Kommentare. Und vielleicht nehme ich ein paar deiner Ideen mit in die nächsten Videos. Nächste Seite, ihr Lieben. Rucki zucki geht es heute, sage ich euch. Wie lange brauchst du, um deine Wohnung, dein Zimmer, dein Haus zu putzen? Schreib es mir auf jeden Fall super gerne in die Kommentare und schreib auch gerne mal mit rein, ob dieser Zeitaufwand für dich gerechtfertigt ist oder ob du gerne schneller wärst oder ob du dich schon als schnell empfindest. Würde mich super interessieren. So, damit wäre die Küche auch fertig. Wir machen weiter im Flur. Im Flur angekommen, kommt erstmal die Sporttasche zurück in ihren Platz. Dann wischen wir hier einmal durch. Wo ist mein Fenstertuch? Bin nur ich so, dass ich dann irgendwie meine Putzutensilien immer in den Räumen verteile und dann manchmal nicht mehr weiß, wo ich das hingetan habe? Oder geht es dir auch so? Bitte schreib es in die Kommentare, dass ich nicht der einzige Creep bin, der sein Zeug überall liegen lässt. Angekommen im Büro geht es hier weiter. Auch hier ist eigentlich nicht super viel zu tun, worüber ich mich freue, weil ich habe eigentlich echt schon keinen Bock mehr. Demnächst kommt auch ein Büroorganisationsvideo online, denn das Büro hat ganz schön nötig gehabt. You, it's not me.
angekommen im Schlafzimmer. Es fehlt jetzt gleich nur noch das Bad und dann haben wir es. Endspurt! So langsam aber sicher neigen wir uns dem Ende zu. Leider wartet gleich noch ein ziemlich großer Berg Wäsche auf mich, von dem ich zu diesem Zeitpunkt noch nichts geahnt habe. Naja, nun gut. Ich habe jetzt für die ganze Wohnung mit Filmen unter eine Stunde gebraucht. Natürlich war es jetzt kein super intensiver Putz, sondern wirklich nur ein oberflächlicher, alles ist sauber und ordentlich Putz. Aber ich finde, das ist eigentlich absolut in Ordnung und legitim. Ich bin ganz zufrieden mit der Zeit. Ohne Film wäre es mit Sicherheit noch mal schneller gewesen. Da hatte ich mich dann wohl doch zu früh gefreut. Ich warte noch besser auf mich. Der hat gerade gepiepst. Leben wir nicht. So, und das war's mit dem Video. Vielen Dank, dass du mit eingeschaltet hast. Wie immer würde ich mich super über einen Daumen nach oben, einen lieben Kommentar und ein Abonnement freuen. Ist kostenfrei und dann verpasst du keine weiteren Videos. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche bei einem neuen Video. Bis dahin, ciao, eure Laura von Aufgeträumt.